Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen heute das Institut für Textiltechnik vorstellen zu dürfen. Wir decken die gesamte textile Fertigungskette vom Polymer bis zum fertigen textilen Produkt ab. In dem nun folgenden Beitrag wollen wir Ihnen zeigen, welche Innovationen im Bereich der Wirkerei und Strickerei bei uns am Institut entwickelt werden. Mit der multiaxialen Kettenwirktechnologie werden mehrlagige Verstärkungstextilien hergestellt. Die Fäden liegen dabei gestreckt in verschiedenen Orientierungen vor. Die Fadenorientierung liegt genau in den Hauptbelastungsrichtungen des späteren Bauteils. Glasfaserverstärkte Kunststoffe werden zum Beispiel für die Flügel aller Windkraftanlagen eingesetzt. Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe finden Einsatz in allen Seitenleitwerken von Airbus-Flugzeugen. Wir nutzen diese Technologie, indem wir Verstärkungsrippen, die sogenannten Stringer, direkt bei der Herstellung der textilen Fläche integrieren. Neben der multiaxialen Kettenwirktechnik setzen wir auch die biaxiale Nähwirktechnik ein. Denn in vielen Fällen werden nur zwei Verstärkungsrichtungen benötigt, die senkrecht aufeinander stehen, 0 Grad und 90 Grad. Auf dieser Maschine werden offene gitterartige Strukturen hergestellt. Diese gitterartigen Strukturen dienen zur Betonbewehrung. Glasfasern sollen dabei Stahl ersetzen. Da Glasfasern nicht korrodieren, können die Bauteile dünner ausgeführt werden, formschöner ausgeführt werden und auch zu geringerem Preis hergestellt werden. Diese Entwicklung steckt in den Anfängen. Erste Anwendungen sind jedoch bereits sichtbar. Das ITER setzt die Doppelrascheltechnik für ganz unterschiedliche Bereiche ein. Die Maschine, die Sie hier sehen, weist eine Vielzahl von Musterungsmöglichkeiten auf und besitzt eine sehr feine Nadelteilung. Gewirke werden in der Medizintechnik eingesetzt, weil sie keine Laufmaschen bilden. So können die Textilien noch im OP an den individuellen Patienten angepasst werden. Verarbeitet werden resorbierbare und nicht resorbierbare Materialien. Hergestellt werden flächige Textilien für Wundauflagen und Augenimplantate und Hohlstrukturen für Adern, Därme und Harnröhren. Der Hauptbereich des Smart Textiles ist die Integration von Mikroelektronik in der Bekleidung. Dazu müssen auf der Wirkmaschine leitfähige und isolierende Materialien gleichzeitig verarbeitet werden. Der von uns entwickelte und patentierte Matrixschalter dient dazu, Tastaturen für unterschiedliche elektronische Anwendungen zu realisieren. Wichtig ist es, die Verstärkungstextilien der Endkontur des Bauteils anzupassen. Das kann zum Beispiel mit dieser Doppelraschelmaschine für Konturengewirke geschehen. Die Maschinentechnik wurde maßgeblich bei uns entwickelt. Innovativ sind dabei die versetzbare Pollegeschiene und der Einsatz einer speziellen Schussfadenverlegeeinrichtung. Solche dreidimensionalen, belastungsgerechten Verstärkungsstrukturen werden zum Beispiel für die bauteilintegrierte Schalung eingesetzt. Diese Schalungselemente verbleiben im Bauwerk und ergeben Sichtoberflächen. Die Polfäden nehmen dabei Zugkräfte in den Stegen der Schalung auf. Andere Anwendungen sind Fassadenelemente, Kleinkläranlagen sowie Fertigbauteile mit integrierter Isolation, Heizung oder Kabelschächten. Das ITA nutzt die Rundwirktechnik zur Herstellung offener, verschiebefester Verstärkungstextilien. Die gestreckten Verstärkungsfäden in multiaxialer Anordnung nehmen dabei die Kräfte auf. Diese offenen, gewirkten Textilien werden im Betonbau eingesetzt. Sie verstärken Hohlprofile mit rundem oder polygonem Querschnitt. Aus diesen Hohlprofilen werden Stabfachwerke zusammengesetzt. Eine neue, industrienahe Maschine entsteht derzeit am CAD-System des Institutes. Sie haben nun neuartige Anwendungsgebiete an unserem Institut kennengelernt. Die Wirkerei- und Strickereitechnologie wird auch in Zukunft ein wichtiges Forschungsgebiet für uns sein.